gut. Grüezi. Ja. Den Treppenaufgang sozusagen. Wollte ich sagen, genau. Ein Blick auf den See. Hier ist alles prima. Wasser 16, Luft 15 Grad. Ideal für ein Bad nach dem Schwitzen. Erstmal, dass die altersschwachen Männer nachher auch in die Sauna kommen. Treppe. Ja. Dann brauchen wir aus dem See noch ein bisschen Wasser. Natürlich dabei. Ja. Brauchen wir nachher noch Wasser für den Aufguss. Genau. Und Safety First. Auch mit der Ausrüstung dabei. Stellen wir wahrscheinlich vor die Tür, müssen wir noch mal überlegen. Einen Feuerlöscher. Sisi. Dann heißt es schnell anfeuern. Denn bis es richtig heiß ist, wird es eine Weile dauern. Wir haben einen Korb voll Buchenholz dabei, gut abgelagert. Das sollte für 3 Saunagänge reichen. Muss ja alles hier seine Ordnung haben, ne? So, warte mal, ne? Einmal Martin. Einmal rein, bei mir fehlt schon der Haken hier, sieh mal, da geht das schon los. So, was brauchen wir noch? Proviant, Bier und so weiter, ne? Und Grill aufbauen. Und Grill aufbauen, genau. Die Wasserqualität stimmt. Sauberer geht's kaum. So, da haben wir schon mal ein bisschen Wasser. Unsere Sauna hat jetzt 70 Grad. Etwa 40 Minuten nach dem Anfeuern. Einen haben wir noch. Noch ein Drittel? Einen haben wir noch. Jetzt wird warm. Ja? Oh, das ist jetzt ja wunderbar. Ja. Oh. Ui, ja, das ja, ist aber ja, klein. So, ja. Ja. Ja! Sehr schön. Kannst du noch einen reintun oder passt da keiner mehr rein? Einen kleinen noch reinpacken, dann wird es aber richtig schön warm. Ja, mach mal. Mach mal ein bisschen langsamer. Ja. So läuft unser Ofen hier. Gibt es noch schöne Flammen. Das läuft. So, dritter Gang. Dritter Gang. Holz reicht. See ist kalt. Und wir haben hier jetzt 85 Grad. Ein Erlebnis der besonderen Art, mitten in der Natur. Da kommt Freude auf. Ja. Ne? Wo ist der schon? Hier, das weißt du, ne? Ah.
bisschen. Moin, hier kommen doch noch mehr Leute zum Baden. Guck mal. Das Wasser ist warm. Ja. Jetzt hast du Gegenlicht hier auf, direkt auf mein. Geh mal her. Ja, das ist nicht so. Prost, Martin. Ja. Können wir hier. Es riecht schon nach Wurst an die. So, kannst du hier nochmal die Wurst reinfüllen. So. Das machen wir richtig professionell. Oh, der kann noch ein bisschen, da machen wir mal so rum. Ja, der. Ja, ja, der muss. Brötchen beißen. Ja. Lecker, boah, das war ein Würstchen. So, und jetzt essen wir Wurst. Das kommt gut.